Ein altbekanntes Gesicht kam auf Seiten der Bielefelder zurück in die Volt-Arena. Oliver Hüsing, ein neues Gesicht, kam in die Liga. Sein Debüt Daniel Scherning. Er wollte einen gelungenen Start feiern. Die einzigen, die sich aber freuen durften, das waren die Fans des FCH. Denn nach diesem Freistoß stand es auf einmal in der dritten Minute 1:0. Der Ball kam von Tomalla auf Tim Kleindienst. Das Gegentor geht aber ganz klar auf Stefanos Capino. Er ja erst seit Beginn der neuen Saison Bielefelds Nummer 1, Stefan Ortega, sein Vorgänger mittlerweile bei Manchester City. Die Bielefelder waren verunsichert und das sah man auch in der siebten Minute, verlieren hier wieder einfach den Ball. Und jetzt kann die Nummer 1 von Bielefeld seinen Fehler aber wieder gut machen. Das war ein starker Reflex, der hier das 0:2 verhinderte. Das nächste Tor, es sollte aber fallen. Und zwar in der 10. Minute durch diesen Wahnsinnsschuss von Robin Hack. Unglaublich, wie er den einfach mal so ausgepackt hat. Kevin Müller, den trifft da keine Schuld. Mit so einem Ding rechnest du ja auch einfach nicht. Und so auf einmal alles wieder auf Null. Der FCH gab sich aber Mühe, noch vor der Halbzeit wieder in Führung zu gehen. Und zwar über Dennis Tomalla. Aber Capino kam wieder zum richtigen Zeitpunkt raus. Hielt das Unentschieden für die Ostwestfalen fest. Und danach ging es nach einer stürmischen Anfangsphase tatsächlich schon in die Kabine. Noch besser als die Anfangsphase in Durchgang Nummer 1, war dann aber Durchgang Nummer 2. Nach 10 Minuten gab es die erste Chance und zwar über Kevin Sessa an den Pfosten. Da hätte auch Capino nichts mehr machen können. Starke Aktion vom Deutsch-Argentinier. Nur der Abschluss nicht zu 100% perfekt. Das sollte sich auch durch die restlichen Minuten dieser Partie ziehen. Nächste Möglichkeit nur eine Minute später. Dieses Mal der Ball von Beste. Abschluss wieder von Sessa. Aber auch der nicht drin. Den wollte er gegen die Laufrichtung von Capino spielen. Hätte er vielleicht gar nicht unbedingt machen müssen aus der Entfernung rechts unten rein, dann wäre das wahrscheinlich das sichere 2:1 gewesen. Weiter ging es nur 10 Minuten später. Der FCH hatte alles im Griff und der Ball kommt von Kleindienst wieder auf Sessa. Dieses Mal ist es die eben angesprochene rechte untere Ecke, aber leider nicht genau genug. Der geht ein paar Zentimeter am Pfosten vorbei, sonst wäre es die verdiente 2:1 Führung gewesen. Und dann musste der FCH auf einmal auf der anderen Seite aufpassen, denn auf einmal klingelte es. Serra musste nur noch einschieben. Das 1:2 zu diesem Zeitpunkt absolut aus dem Nichts, aber es währte nicht lange, denn der VAR griff ein und entschied der Ball im Tor aus. Danach wurde es noch bitterer für die Bielefelder. Genauer gesagt ist das hier die 74. Minute und es ist die gelb-rote Karte, denn Jeckel holt hier Sessa von den Beinen, er vorher schon gelb vorbelastet und so 10-11 aus Bielefelder Sicht für die letzten 15 Minuten. Das der daraus resultierende Freistoß und Patrick Meinker ist kein Stürmer. Das sehen wir in dieser Situation mit der Hacke. Um Gottes Willen, was will er denn da machen? Das hat sich wirklich der ein oder andere im Stadion gefragt. Ich glaube, hätte man ihn nach dem Spiel gefragt, er hätte es selber auch nicht gewusst. Eine Aktion gab es noch, Eckball, aber auch der vorbei. Man konnte nicht genug machen, gerade aus diesen letzten 15 Minuten in Überzahl. Und so kam Bielefeld mit einem glücklichen Punktgewinn aus Heidenheim zurück nach Ostwestfalen. Für den FCH wird es nächste Woche wieder ernst. Dann geht es nämlich gegen Darmstadt, genauer gesagt gegen die Lilien. Ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann ist das schon ärgerlich, dass wir jetzt am Ende gerade das Tor auch nicht in Überzahl gemacht haben. Wenn man sieht, was wir uns da für Chancen rausgespielt haben und wie wir halt auch auf das Tor vom Gegner gespielt haben. Nichtsdestotrotz müssen wir halt unsere positiven Schlüsse draus ziehen und ich glaube, das werden wir auch machen, so wie jede Woche und dann in Darmstadt mal angreifen. Ich glaube, wir hatten zu viele Chancen oder haben auch den Gegner einfach so dominiert und hatten den eigentlich in der Tasche sozusagen, weil Bielefeld hat nicht mehr viel angeboten, Bielefeld hat keine Chance mehr kreiert, gar nichts mehr. Wir hatten so viele Chancen, da 1, 2, 3 Tore noch zu machen und haben halt alles liegen lassen. Natürlich am Ende haben wir noch Glück, dass wir nicht sogar hier dieses 2:1, dass der Ball im Aus ist, darf halt auch überhaupt gar nicht passieren. Und am Ende ärgert sein, weil die Chancen waren da. Du musst halt weg, du musst die Bälle reinmachen, weil das Spiel musst du gewinnen, aber am Ende des Tages haben wir halt einen Punkt, den nehmen wir auch mit, auch wenn er jetzt eher unglücklich ist, aber trotzdem machen wir weiter. 10 Punkte nach 5 Spielen, das hätte uns vielleicht der ein oder andere nicht zugetraut.
auch wieder nach so einem kleinen Umbruch haben wir es gut gemacht. Jetzt, die Jungs haben sich schnell integriert, wir spielen einen guten Ball. Von daher können wir absolut zufrieden sein, aber es bringt uns jetzt nicht darauf, also nicht zufrieden zu sein, sondern halt weiterzumachen und die Punkte zu sammeln, weil es geht halt weiter, es sind noch etliche Spiele zu spielen.